For English subtitles, activate the subtitle button, please. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reptil TV. Wie letztes Mal versprochen, der zweite Teil über die Kornadern. Da wollen wir euch ein bisschen über die Kornaderzucht was zeigen und über die verschiedenen Farbvarianten, wo es gibt. Was ihr vermutlich nicht gedacht habt, die Kornadern sind recht nah verwandt mit den Karnickeln. Zumindest vermehren sie sich eigentlich wie die Karnickel. Ja? Wenn ihr ein Pärchen habt, wie ich jetzt hier in den Händen, ich habe hier links ein Männchen, rechts ein Weibchen, dann vermehren die sich fast zwangsläufig im Terrarium. Ja? Also man muss sie nicht unbedingt trennen, wie jetzt manch andere Schlangen, zum Stimulieren, sondern man kann sie wirklich das ganze Jahr über zusammenhalten und trotzdem verpaaren sie sich. Ja? Das Ganze machen sie zweimal im Jahr. Die erste Paarungszeit oder vor allem Eiablagezeit ist im späten Frühjahr. Also die Tiere paaren sich nach der Winterruhe. Die leichte Temperaturabsenkung im Winter stimuliert das Männchen oder beide Tiere zur Paarung. Dann paaren die sich im Frühjahr. Und wie gesagt, im späten Frühjahr kommt die erste Eiablage von dem Weibchen. Und dann gibt es im Sommer kommt nochmal die zweite Eiablage, wo dann nochmal ein zweites, etwas in der Regel etwas kleineres Gelege abgesetzt wird. Von der Größe her, ich würde sagen, ein Weibchen sollte auf jeden Fall so 90 bis 100 cm haben, damit ich es verpaaren tue. Ein Männchen reicht schon mit 70, 80 cm Körpergröße, um es zu verpaaren. Um das Ganze am Alter festzumachen, also ein Männchen kann ich mit knapp einem Jahr verpaaren, wenn ich es entsprechend gefüttert habe. Ein Weibchen muss ich schon sehr stark füttern, damit ich sie mit einem Jahr auf diese Größe habe. Ist durchaus möglich oder viele Züchter züchten schon mit einem Jahr oder schon dann halt im zweiten Jahr. Die Geschlechterbestimmung von Kornadern haben wir euch schon in den Reptil-TV-Folgen 1 und 2 ausführlich gezeigt. Da schaut ihr bitte dort nach, wie man das macht. Dann kämen wir jetzt zu den einzelnen Farbvarianten bei den Kornadern. Gibt es ebenfalls wie Sand am Meer, mittlerweile nicht mehr ganz so viel wie bei den Königspütern, glaube ich, aber schon annähernd. Hier habe ich die ersten zwei Exemplare schon in der Hand. In meiner rechten Hand der ganz klassische Albino. Da fing die ganze Geschichte mit an, so irgendwann, ich würde mal sagen, 1990 muss es circa gewesen sein, wo der erste Albino gefunden wurde. Und der hat wirklich, also die Albino-Kornader hat den Grundstein gelegt für die Farbzuchten bei Schlangen. Ne? Also Albino bzw. amelanistisch sagt man ja. Ne? Also Melanin, das schwarze Pigment, und amelanistisch, das fehlende schwarze Pigment. In meiner linken Hand habe ich eine Ghost. Ghost ist schon die erste Combo. In Ghost steckt aneretristisch, also die fehlenden roten Pigmente, und eine hypomelanistisch. Also hypomelanistisch heißt, hypo heißt zu wenig, Melanin, schwarze Pigment. Also die hypomelanistischen Tiere haben zu wenig schwarz. Ne? Sie haben noch schwarz, aber zu wenig davon. Und das Ganze als Kombo sagt man dann Ghost dazu. Hier habe ich jetzt ein schwarzes Tier, also umgangssprachlich sagt man schwarze oder Black Kornadder. Sage ich mal wissenschaftlich richtig, wäre es aneretristisch. Ne? Erythrophoren sind die roten und gelben Hautpigmente. Und das an ist ja dann immer die Verneinung, also fehlende rote und gelbe Hautpigmente. In dem Fall ist es eine sogenannte Charcoal. Es gibt bei den Schwarzen zwei Typen. Man sagt dann auch Typ A oder B, beziehungsweise die normalen Black bzw. Charcoal. Bei den Charcoal fehlt nicht nur das rote Pigment, sondern auch das gelbe Pigment. Das sieht man hier an der Seite. Die normalen Schwarzen haben hier an der Seite noch die gleich wenig so gelbe Zeichnung. Und diese Charcoal, die sind komplett schwarz, also es fehlt rot und schwarz. Und mit diesen Charcoal kann man dann auch die Blizzard, also die ganz schneeweißen, züchten. Hier haben wir eine hypomelanistische Kornadder. Hypo ist der Ausdruck für zu wenig, melanistisch, zu wenig schwarz. Also die Tiere haben noch schwarze Pigmente. Man sieht es auch, die Augen sind ja auch dunkel, nicht wie bei einer Albino rot. Aber sie haben zu wenig schwarz. Gut zu erkennen ist eine hypomelanistische, wenn ihr euch den Bauch anschaut. Ne? Eine klassische, normal gefärbte Kornader hat das
sogenannte Schachbrettmuster am Bauch, ne, immer die schwarzen, weißen Felder abwechselnd. Und die hypomelanistischen haben eben kein richtiges Schwarz, sondern so ein, ja, so ein Grauton oder so, so ein, ich weiß gar nicht, wie man die Farbe nennen soll. Sieht fast sogar ein bisschen violett aus, haben sie diese Schachbrettzeichnung. Ne? Daran erkennt man es wirklich auch gut, wenn man sich von oben nicht ganz sicher ist, hypomelanistisch oder nicht. Hier haben wir jetzt eine Motley-Korn. Motley ist ebenfalls ein bisschen hypomelanistisch insgesamt von der Farbe her. Ne? Die Tiere haben ein vermindertes Schwarzpigment. Und dann ist das Motley einfach diese Punkte, die ihr hier drauf seht. Ne? Also Motley ist im Prinzip nicht nur eine Farb, sondern vor allem auch eine Zeichnungsvariante. Sie haben hier die Sattelflecken sind im Prinzip zusammengewachsen und bilden dann diese Punkte aus. Ja? Auch ganz markant sind dann diese Flanken, die bei einer Motley einiges heller sind. Und wie gesagt, das ganze Tier ist farblich einfach schöner, intensiver von der Färbung her. Deswegen wird auch Motley, wir sehen es nachher noch, in vielen Kombos dann gern und oft verwendet. Dann habe ich hier eine Blood Red Cornutter. Wie der Name schon sagt, Blood Red, also die haben so eine ganz intensive Rotfärbung. Schönes leuchtendes Rot. Ebenfalls der Bauch bei dem Blood Red ist weiß mit ein bisschen so roten Flecken noch am Bauch drin. Die Blood Red gibt es schon sehr lange, bestimmt fast 20 Jahre, wo es die ersten Blood Red gefunden wurden. Das Problem, die Tiere oder die ersten Blood Red waren ganz heikle Tiere, war irgendwie genetisch, glaube ich, noch ein weiterer Fehler mit drin in dieser Farbe. Und jetzt seit circa 7, 8 Jahren gibt es wohl eine neue Blood Red Linie, die genetisch völlig problemlos ist, also die schon außer der farblichen Veränderung keine weiteren Veränderungen oder Defekte oder sowas hat. Dann kommen wir jetzt zu einer Combo. Da haben wir hier jetzt die Blood Red, wo wir gerade gesehen hatten, als Combo mit der hypomelanistischen, also Hypo Blood Red. Ist ähnliches Tier wie die Blood Red gerade war, beziehungsweise ähnlich wie die hypomelanistische, allerdings von den Farben noch kräftiger, noch intensiver, noch klarer gezeichnet. Ja. Der Bauch natürlich auch entsprechend ohne Schachbrettmuster von der Blood Red. Und wie gesagt, die ganze Farbgebung aber durch das Hypomelanistische noch aufgehellter. Hier habe ich eine Snowcorn. Snowcorn ist eine der ältesten Kombos bei den Kornattern. Wird aus amelanistisch und aneretristisch gemacht. Ne? Also amelanistisch der Albino, fehlendes Schwarz. Und aneretristisch eben die schwarze Kornatter, fehlendes Rot und Gelb. Man sieht, da ist schon noch ein bisschen Farbe vorhanden. Das ist das, was ich mit den Charcoals angesprochen habe. Also hier ist schon noch von der aneretristischen ist noch rote und vor allem auch gelbe Farbe übrig. Gerade wenn die Snow größer werden, dann sind sie eigentlich nur noch weiß-gelb. Und eben das Gelb kann man dann nur mit der Charcoal rauszüchten. Hier habe ich jetzt eine Pewter Corn. Pewter ist der englische Ausdruck für Zinn. Das passt eigentlich ganz gut. Sie sieht wirklich so zinnmäßig aus. Pewter ist die Kombo aus aneretristisch Charcoal mit Blood Red. Ne? Also das, wir sehen es am Bauch, der Blood Red Bauch und das Ganze aneretristisch Charcoal. Hier haben wir jetzt eine Gold Dust Motley. Ist eine von den eher neueren Varianten. Steckt auch jede Menge mit drin. Also in Gold Dust steckt Albino Karamell drin. Und das Ganze in Kombo mit Ultramehl, ja, also Albino, Karamell, Ultramehl. Und also das gibt dann Gold Dust und in dem Fall Gold Dust Motley. Ne, wir haben ja vorher gesagt, Motley sind diese Punkte auf dem Rücken. Also das Ganze in Verbindung mit Motley, also letztendlich 4 Kombos oder 4 Kornatter-Varianten in einem Tier. Die hat man in der letzten Folge schon als adultes Tier gesehen. Das ist eine Albino Striped, also amelanistisch gestreift. Klar, gestreift diese Streifenzeichnung, die man hier beim Jungtier sieht. Wenn ihr euch die letzte Folge nochmal anschaut, die adulten Tiere, da sieht man fast nichts mehr von dem Gestreiften. Und das Ganze als Albino, typisch rote Augen, klassischer Albino, Albino Striped. Dann haben wir hier eine Caramel Motley. Das Karamell hat man vorher in der Gold Dust schon mit drin, ne, als Albino-Karamell, also so sieht eine Karamell aus. Das Ganze wieder in Verbindung mit diesen mittlerweile auch schon bekannten Motley-Punkten hier hinten drauf. Ne.
gibt diese Caramel Modelay. Der Bauch ebenfalls wieder Modelay, typisch weiß. Und die Flanken, also so helle, fast zeichnungslose Flanken. Hier haben wir jetzt eine anerythristische Blood Red, also Black Blood Red sozusagen. Auch richtig schönes Tier, hat auch diese Zinnfarbe. Ist jetzt auch schon ein bisschen größeres Tier, auch mal ganz gut, so mal die Größe zu sehen. Also mit, ich würde jetzt mal sagen, knapp einem halben Jahr haben die Tiere dann ungefähr diese Größe. Ja, wie gesagt, anerythristisch Blood Red. Der Bauch wieder weiß von der Blood Red und die schwarzen Augen von den anerythristischen Tieren. Dann gegen Schluss langsam, ihr habt es bald geschafft, aber noch ein Highlight, das ist wegen so eins der neueren oder neuesten Farbvarianten, die es gibt. Das ist eine Hypoplasma, sagt man dazu. Plasma ist der andere Ausdruck für eine Lavender Blood Red. Und das Ganze noch als hypomelanistisches Tier dazu. Also ganz eigenartige, beziehungsweise ganz, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Pastelltöne oder wie soll man dazu sagen. Also es ist ein bisschen rosa mit drin, orange mit drin. Also farblich ein Tier, was mir persönlich extrem gut gefällt. Der Bauch wieder weiß, klar durch das Blood Red wieder der weiße Bauch. Und die Augen sind ja, so ein dunkles Rot im Prinzip. Ne? Also auch ganz interessante dunkelrote Augen, lila umrandet. Hier habe ich jetzt noch eine Butter. Butter ist Albino Caramel. Hat dann diese butterfarbene, gelbliche Färbung. Wie gesagt, Albino, also amelanistisch Karamell. Am Bauch erkennt man noch schön die Schachbrettzeichnung, also da weder die Modelay drinsteckt, wo wir vorher gesagt haben, noch Blood Red drinsteckt, kann man schön das Schachbrettmuster am Bauch erkennen. Dann wären wir jetzt durch mit unserer Auswahl an Kornattern-Farben. Hier zum Schluss habe ich noch ein spezielles Tier. Ihr seht es, braune Farbe. Auch der Kopf ist gleich wenig dicker und wuchtiger. Und auch der ganze Körperbau ist gleich wegen untersetzter. Es ist eine Emori-Kornatter, Pantherophis emori. Früher war es auch Pantherophis guttata emori. Jetzt ist es wohl nur noch Pantherophis emori. Also man hat es nicht als Unterart von der Kornatter, sondern als eigene Art mittlerweile bestimmt. Die Emori ist manchmal auch mit in den Kornatter-Varianten mit drin. Aber wie gesagt, an sich ist es für sich eine eigene Art und in den meisten Kornatter-Farbvarianten ist auch die Emori nicht mit enthalten. Die Creamsicle, die kennt man vielleicht, da steckt das Emori-Blut mit drin und die macht diese gelbliche Creamsicle-Färbung, die ihr vielleicht kennt. In der letzten Folge hat man euch gefragt, ob ihr diese Scaleless-Sache hier aussehen wollt. Also das ist so eine Scaleless-Kornatter, eine schuppenlose Kornatter. Wir haben es diskutiert, recht kontrovers diskutiert. Es gibt Leute, die es wirklich, sage ich bald mal, verteufeln. Es gibt auch viele, die einfach Interesse dran haben. Ich persönlich, ich bin ein alter Albino-Freak. Ich glaube, das weiß jeder oder mir gefallen einfach Farbvarianten. Ich muss zugeben, ich habe auch einen kleinen Funken, sage ich mal, Respekt oder kleinen Funken Unsicherheit, ob ich es gut finden soll oder nicht. Aber die Optik ist einfach der Kracher, die Optik ist, überzeugt mich. Die Tiere fressen gut, leben gut, vermehren sich gut, sind wirklich völlig problemlos, häuten sich am Stück. Also es gibt zumindest dem Tier scheint es nichts auszumachen. Ja. Es scheint sich wohl zu fühlen. Natürlich ist eine Terrarianer-Schlange und natürlich ist es wirklich eine ganz extreme Zucht. Ja. Wir wollen es euch zeigen. Leider könnt ihr das Tier durch die Kamera nicht anfassen. Auch das Anfassen ist der Hammer. Ja. Das Tier fühlt sich irgendwie weich an. Also das, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal so einen Nackthund angefasst habt, das fühlt sich ungefähr gleich an. Einfach diese lederartige Haut, ganz weich. Ich hätte noch einen anderen guten Vergleich, wie sich es anfühlt. Den darf ich vor der Kamera leider nicht sagen, sonst kriegen wir den rauszensiert. Es gibt Unterschiede, wie stark die Tiere beschuppt sind bzw. nicht beschuppt. Das Tier, was ich jetzt hier habe, ist am Bauch, also hat die Bauchschuppen noch. Hat an der Seite auch noch so kleine Schuppen. Hier auf dem Rücken erkennt man noch so einen Schuppenkiel. Es gibt auch Tiere, die am Bauch auch fast keine Schuppen haben.
Genetisch vererbt sich das Ganze, wie schon gesagt. Das vererbt sich rezessiv. Egal, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ob wir dafür oder dagegen sind. Ich bin mir relativ sicher, die nächsten 5 bis 10 Jahre werden wir einen Haufen scaleless oder schuppenlose Kornadern sehen, in allen Farben und in allen Varianten. Also das ist hier die Wildfarbe, ne? So ganz natürliche Farbe. Das Ganze als Albino, als Snow, als Motley, was auch immer, wo die Farben natürlich noch extremer kommen werden. Ich bin froh, dass wir es euch zeigen konnten, dass doch, glaube ich, die Mehrheit es ganz gern sehen wollte. Deswegen zeige ich es euch gern. Wie gesagt, mir gefällt es schon. Ich finde es schon toll und faszinierend. Und deswegen wollte ich es euch zum Schluss noch zeigen. Dann sind wir durch mit den Kornadern. 2 Folgen lang musstet ihr euch die Kornadern anschauen. Natürlich konnten wir bei weitem nicht alles zeigen. Wir konnten eigentlich nur einen Bruchteil an Farbvarianten zeigen, die es tatsächlich gibt. Sonst müssten wir hier 2 Stunden lang über YouTube eine Farbvariante nach der anderen anschauen. Aber ich denke, wir konnten euch einige schöne Beispiele geben und zeigen. Wie sich das Ganze vererbt, konnte man natürlich auch nicht immer dazu sagen. Tendenziell kann man sagen, bei den Kornadern ist sehr vieles rezessiv. Im Gegensatz zu den Königsbrüdern, wo doch sehr viel kodominant ist, ist bei den Kornadern viel oder das meiste rezessiv. Wie sich das konkret vererbt oder verhält, dazu gibt es natürlich auch unsere bekannten Kochbücher. Also sei es jetzt mein Albino-Buch, das wir schon mal als Kochbuch euch vorgestellt haben. Da wird die Vererbung insgesamt angesprochen, beziehungsweise es gibt wirklich gute spezielle Kornadder-Bücher über die einzelnen Zeichnungs- und Farbvarianten. Ja. Da könnt ihr auch einiges nochmal nachlesen und auch Bilder über andere Varianten sehen, die wir jetzt nicht zeigen konnten. Dann hoffe ich, die Kornadern haben euch gefallen. Bleibt uns treu und check my balls. So. Andersrum. So, die hier, ohne so, und amelanistisch kein Schwarz. Okay, das war natürlich Mist, was ich erzählt habe. Das fehlende schwarze Pigment. Und hier dieser Mikrofonkletterer hier. Ups. Ja. Einmal durchfehlen. Die Genetik konnte man nicht ansprechen, würde auch zu weit führen, was mit was. Das war jetzt alles scheiße, echt.